In dem heutigen Video werde ich dir zwei Tools zeigen, die mein Trading komplett revolutioniert haben und anhand von einem Live-Trading-Beispiel zeigen, wie ich diese beiden Tools miteinander kombiniere. Wie viele ja wissen, habe ich mit der klassischen Charttechnik und technischen Analyse angefangen. Das bedeutet Trading aufgrund von Kerzenmustern, Trendlinien und Indikatoren. Ich habe alles über die technische Analyse und die Charttechnik studiert. Ich habe unzählige Bücher gelesen, Coachings gekauft und 3 Jahre lang nur Geld verloren. Ich hatte die Probleme, dass ich ständige Unsicherheit im Trading hatte. Ich wusste nicht, wenn ich im Trade drin war, wann ich aussteigen soll, wann ich meinen Stop nachziehen soll, weil ich nicht wusste, was im Markt wirklich passiert. Ich hatte ein extrem schlechtes Timing. Jedes Mal, wenn ich eingestiegen bin, ist der Markt nochmal ordentlich gegen mich gelaufen. Dementsprechend musste ich immer einen größeren Stop verwenden, also ein größeres Puffer, und konnte dadurch immer viel weniger mitnehmen im Verhältnis zu dem, was ich riskiert habe. Ich wusste nicht, an welchen Locations ich meine Einstiege machen soll. Denn bei der klassischen Charttechnik bist du ja in mehreren Zeiteinheiten unterwegs. Du kannst im Stundenchart deine Levels zeichnen, im 15-Minuten-Chart, im 5-Minuten-Chart, im 1-Minuten-Chart. Jeder sieht etwas Unterschiedliches. Und dadurch hast du keine klare Evidenz. Also mir ist das Ganze extrem schwierig gefallen. Ebenso, was den Kontext betrifft. Der Kontext ist die wahrscheinlichste Richtung im aktuellen Moment. In welche Richtung wollen wir aktuell traden? Was sagt uns das große Bild? Damit hatte ich immer große Schwierigkeiten. Als ich damals, 2015, bei meinem Mentor in der Vermögensverwaltung war, da habe ich diese zwei Tools zum ersten Mal gesehen. Das Orderbuch und das Market Profile. Das sind zwei Tools, die in institutionellen Kreisen relativ bekannt ist, aber die wenigsten Leute sprechen darüber. Denn nicht viele verstehen, wie diese Tools auch wirklich funktionieren. Das Market Profile wurde damals 1980 von Peter Stadelmeier erfunden. Er wollte die Long-Term Trader, das bedeutet die langfristigen Marktteilnehmer, die den Markt bewegen, und die Short-Term Trader, also Retail Trader, kurzfristige Trader, so wie wir, wollte er zusammenbringen, damit man auf einen Blick ganz klar sieht, was diese beiden Parteien gerade machen. Das Market Profile zeigt dir grafisch, wie viel Zeit an welchem Preis verbracht worden ist. Dadurch ist es extrem einfach, im ersten Moment zu sehen, wo Interesse vorhanden ist, wo kein Interesse vorhanden ist und wo sich gerade die Masse hinbewegt, ja, wo die meiste Zeit verbracht wird. Dadurch kannst du extrem einfach den aktuellen Kontext bestimmen, denn du siehst im ersten Blick direkt, was gerade los ist. Das wirst du dann nachher bei einem Live-Trading-Beispiel sehen, wo Interesse vorhanden ist, wo kein Interesse vorhanden ist und weißt dadurch, in welche Richtung es jetzt wahrscheinlich gehen wird. Ich persönlich nutze das Market Profile zum einen für die Kontextanalyse, damit ich weiß, in welche Richtung möchte ich denn aktuell traden, und das Market Profile nutze ich noch für die geeigneten Locations. Wo möchte ich meine Trades eingehen? Denn im Market Profile ist es relativ einfach zu erkennen, wo große Marktteilnehmer ihre Position aufbauen und verteidigen. Dadurch kann man sich sehr gute Locations herausarbeiten, an denen der Markt immer eine Reaktion zeigt. Das Orderbuch gibt dir einen Einblick in den Markt. Dadurch siehst du, was aktuell im Markt gehandelt wird. Denn der Chart oder der Preis, der bewegt sich ja nicht durch irgendein Kerzenmuster, sondern weil Marktteilnehmer den Markt bewegen. Große Marktteilnehmer bewegen die Märkte, dadurch entstehen die Bewegungen, die wir so in den Charts sehen. Und große Marktteilnehmer, die kaufen nicht einfach so aus dem Nichts mit
20 Millionen Dollar jetzt in den S&P Future zum Beispiel und drücken den Markt hoch, sondern sie bauen sich erst ihre Position auf. Um ihre Position aufzubauen, müssen sie den Markt manipulieren. Warum müssen sie das tun? Denn große Marktteilnehmer, die eine Position aufbauen, die haben extrem viel Liquidität. Die können nicht einfach bei dem Beispiel mit 20 Millionen Dollar einfach reindrücken, weil dann machen sie sich ja ihren eigenen Einstiegspreis kaputt. Dementsprechend manipulieren sie den Markt, um ihre Position, ihre Liquidität in die Märkte zu bekommen. Und das Ganze kann man im Orderbuch extrem gut sehen, wenn man weiß, worauf man zu achten hat. Ebenso siehst du im Orderbuch, wenn Preisbereiche gerade verteidigt werden, wenn Marktteilnehmer ihre Position aufbauen oder abbauen. Ich persönlich nutze das Orderbuch für das Timing. Wenn ich im Market Profile gesehen habe, was der Kontext ist, das bedeutet, durch bestimmte Sachen im Market Profile sehe ich, was der aktuelle Kontext ist, also in welche Richtung es jetzt wahrscheinlich gehen wird, dann suche ich mir noch eine geeignete Location heraus und wenn der Markt dann dorthin kommt, dann suche ich mir im Orderbuch den Einstieg. Dadurch habe ich ein gutes Timing, kann kleinere Stops verwenden, dadurch mehr verdienen im Verhältnis zu dem, was ich riskiere und ich nutze das Orderbuch für das Management. Ich habe nicht diese Unsicherheit im Trading, denn wenn ich im Trade bin und der Markt läuft in meine Richtung, ich sehe genau, was passiert. Im Orderbuch achtet man nicht, wie es klassisch gesagt wird, nur auf Käufer und Verkäufer, sondern es gibt noch viel, viel mehr. Das Orderbuch zeigt dir zum Beispiel die Interaktion der Marktteilnehmer an. Das bedeutet, wie interagieren die Marktteilnehmer? Dadurch kannst du sehen, ob der Markt gerade mit einem Fundament irgendwohin bewegt oder sich ohne Fundament irgendwohin bewegt. Das ist wiederum wichtig für die Ein- oder für die Ausstiege. Denn du siehst schon anhand der Bewegung, wie der Markt tickt, wie sich der Markt irgendwohin bewegt, ob das Ganze mit Fundament stattfindet oder ohne Fundament. Im Orderbuch siehst du ebenso die Geschwindigkeit. Das bedeutet, wie wird gehandelt? Dadurch kannst du ganz einfach Reversals, also Marktumkehrten erkennen oder Breakouts. Das bedeutet, das Orderbuch ist ein extrem gutes Tool, wenn es um das Thema Timing geht, weil du alle Informationen direkt kompakt in einem Tool hast und direkt auf einen Blick siehst, was gerade los ist. Und genauso ist das auch für das Market Profile. Es gibt Leute, die sagen, man braucht das Market Profile nicht, man kann eigentlich alles so mit dem Chart machen. Und grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt. Ja? Viele Wege im Trading führen nach Rom. Im Market Profile ist es allerdings auf einen Blick direkt ersichtlich, was gerade los ist. Im Chart musst du da hin und her gucken. Du siehst im Market Profile direkt, ob Long-Term Trader, also langfristige Marktteilnehmer, gerade drin sind oder nur Short-Term Trader. Du siehst auf einen Blick, wo ist Interesse, wo ist kein Interesse. Du siehst auf einen Blick gute Locations für deine Einstiege und handelst dadurch auch viel effizienter. Und wie man diese beiden Tools miteinander kombiniert, das werden wir uns jetzt anhand von einem Live-Trading-Beispiel ansehen. So, wir schauen uns jetzt die Trade-Aufzeichnung an. Das war hier ein Trade im CL, den ich gemacht habe. Und wir sehen hier oben links das Market Profile auf Tagesbasis. Das bedeutet, für jeden einzelnen Tag gibt es ein Market Profile. Für den heutigen Tag, was sich gerade entwickelt, für den gestrigen, für vorgestern und so weiter. Wir haben hier in der Mitte das Orderbuch. Das sind diese beiden Hauptkomponenten, auf die ich achte. Ich habe nochmal rechts einen 15-Minuten-Chart, so zur Übersicht. Unten drunter einen Footprint-Chart. Den nutze ich dann auch, um Setups zu bestätigen. Und hier unten links ein Wochen-Market-Profile. Das heißt, ein Market-Profile auf Wochenbasis für die aktuelle Woche, die sich gerade entwickelt, und für die gestrige Woche, für die letzte Woche. Das nutze ich einfach so zur Grundübersicht. Und im Market-Profile gibt es bestimmte Regeln und Situationen.
Ich habe für das Market Profile locker 10 oder 12 immer wiederkehrende Situationen, die ich handle. Das bedeutet, immer wenn irgendetwas im Markt passiert, dann zeigt es mir das Market Profile und ich weiß dann dadurch, was jetzt die höchstwahrscheinlichste Richtung ist und kann mir dann dementsprechend an der geeigneten Location über das Orderbuch dann den Trade suchen. Und jeden Tag gibt es immer wiederkehrende Situationen, sodass ich am Tag wirklich genügend Trading-Ideen generiere, um jederzeit zu wissen, was jetzt am wahrscheinlichsten ist, in welche Richtung der Markt jetzt wahrscheinlich gehen wird und wo ich mir da den Trade suchen möchte. Und was hier aktuell gegeben war, ist hier Folgendes. Wenn wir uns das Market Profile hier oben links anschauen, da sehen wir den gestrigen Tag. Und der gestrige Tag war ein Inside Day. Ein Inside Day ist ein Tag, der weder des Vortages hoch oder des Vortages tief rausgeholt hat. Der hat komplett innerhalb vom Vortag gehandelt. Weder Vortages hoch noch Vortages tief rausgeholt. Was bedeutet das? Bei einem Inside Day, der wird akkumuliert. Das heißt, der Markt handelt die ganze Zeit und es wird eine Position aufgebaut. Und bei einem Inside Day wird am nächsten Tag sehr wahrscheinlich des Vortages hoch oder Vortages tief rausgeholt. Das bedeutet, hier des Vortages hoch oder Vortages tief wird hier sehr wahrscheinlich rausgeholt. Und entweder gibt es dort dann einen Breakout oder es gibt dort einen Fake. Und was das Ganze dann wahrscheinlich werden kann, ob das Ganze dann ein Breakout wird oder ein Fake werden kann, auch das zeigt mir das Market Profile. Wenn wir da mal näher rangehen, da schauen wir mal, wie das Ganze dann im Market Profile aussieht. Und wir sehen hier im Market Profile Folgendes. Am heutigen Tag gingen wir hier über das Vortages hoch. Und da ist es jetzt wichtig, weil das Vortages, das, der ganze Vortag ist ja ein Inside Day. Und da entscheidet sich hier, gibt es einen Breakout oder gibt es einen Fake. Wenn Sie einen Fake machen, dann bildet sich da oft so ein Selling Tail. Ein Selling Tail bedeutet, wenn hier nur wirklich ein TPO, ist das genannt, hier steht. Wenn Sie darüber mehrere TPOs bilden, also so hier, und dazu noch Volumen gebildet wird, dann bedeutet es, wir haben über dem Vortageshoch Interesse und dann werden wir wahrscheinlich steigen. Und da kann ich mir dann auch an den geeigneten Locations die Long Trades suchen. Aber wenn ich sehe, dass hier nur so ein Buchstabe dasteht, hier, so wie so ein Fake quasi, das ist ein Selling Tail. Das ist ein Zeichen von aggressiven Verkäufern. Und wenn wir da mal nebendran schauen, da sehen wir, dass dort oben auch kein Volumen gehandelt wird. Das bedeutet, da ist überhaupt kein Interesse von Marktteilnehmern, da oben überhaupt zu handeln. Wir sehen ebenso am gestrigen Tag, das ist auch ein Selling Tail. Das heißt, hier sind schon aggressive Verkäufer eingestiegen, die den Markt runtergedrückt haben. Dementsprechend weiß ich dann auch, hey, wenn es jetzt hier den Ausbruch vom Vortageshoch gibt und das ist hier auch ein Selling Tail und sie bilden hier wieder ein Selling Tail, da ist hier wirklich ein Verkäufer, der den Markt runterdrücken will. Das Ganze sehe ich so einfach direkt im Market Profile. Ich sehe, da oben ist ein Selling Tail über dem Vortageshoch. Entweder gibt es ja den Ausbruch oder den Fake bei diesem Inside Day und dementsprechend weiß ich, in dem Fall hier kein Interesse oben, Selling Tail, ich suche mir die Shorts, weil Short ist jetzt am wahrscheinlichsten. Und so ist es die ganze Zeit. Der Markt macht irgendwas und im Market Profile sehe ich ganz genau, okay, der Markt macht jetzt das und das und das ist die wahrscheinlichste Richtung und dort suche ich mir dann die Trades. Und die Location, die ich mir dann einfach genommen habe, ist es, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte hier an dieser Kante von diesem Berg, Sie haben mir hier so einen Berg gebildet, da möchte ich mir meinen Trade suchen. Wenn der Markt hier wieder reinkommt, möchte ich mir hier meinen Short Trade suchen. Warum? Denn es gibt eine 80%-Regel. Das bedeutet, wenn der Markt in eine Range eintritt,
dann haben wir eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Markt diese Range durchlaufen kann, wenn er die Preise drin akzeptiert. So, und was ich dann gemacht habe, ist es, ich habe dann geschaut, was macht der Markt dann hier im Orderbuch. Und was ich hier im Orderbuch gesehen habe, ist Folgendes. Nachdem Sie hier dieses Selling Tail gebildet haben, schauen wir mal, was hier im Orderbuch passiert. Wir sehen da oben, es ist super langsam. Ja? Es wird kaum was gehandelt und hier oben ist einfach gar kein Interesse mehr. Niemand will hier oben wirklich handeln, weil der Markt handelt hier viel langsamer als sonst. Und das ist immer ein Zeichen, wenn der Markt sehr langsam ist irgendwo, dass es wahrscheinlich ein Reversal geben wird. Das heißt eine Umkehr. Und da möchte ich hier noch sehen, dass hier auch dann ein Verkäufer reinkommt. Und das ist dann auch das, was hier passiert ist. Wir sehen, da werden hier jetzt die ganze Zeit Kontrakte gekauft, aber es geht nicht wirklich weiter. Ja? Sie kaufen hier, aber der Markt geht hier nicht hoch, sondern wird hier aufgehalten von einem Verkäufer. Weil normalerweise, man sieht es, da wird gekauft, aber es geht nicht weiter. Normalerweise, wenn gekauft wird, dann sollte es weitergehen. Aber in dem Fall wurde gekauft, aber es ging da oben einfach nicht mehr weiter. Dementsprechend weiß ich, okay, da ist erstens kein Interesse, der Markt ist super langsam, ebenso ist hier noch ein Verkäufer. Und wenn ich sehe, dass der Verkäufer dann anfängt zu drücken, ja, das Ganze in Kombination mit dem Market Profile, dann steige ich hier in so einem Fall ein, wenn ich hier diese Situation handeln möchte. Und wie gesagt, im Trading, ich habe locker 10, 12 verschiedenste Situationen und jetzt hat der Markt dann gedrückt, okay, Verkäufer hat gedrückt, ich bin hier eingestiegen mit 10 Kontrakten, ich habe hier nur erstmal 9 ausgeführt bekommen, ja, weil ich auch im Live-Handel, nicht wie diese ganzen anderen Gurus irgendwelche Demo-Trades zeigen, wenn sie überhaupt irgendwas zeigen. Ich habe hier nur 9 Kontrakte ausgeführt bekommen und dementsprechend habe ich dann, ich wollte hier mit 10 Kontrakten einsteigen, dementsprechend habe ich hier den letzten Kontrakt dann hier gleich nochmal reingelegt. Als ich gesehen habe, dass sie dann noch weiter drücken, bin ich dann nochmal rein. Man sieht, der Markt hat sich dann direkt auch bewegt. Und so sollte es sein, wenn man einsteigt. Normalerweise, wenn gekauft wird, dann geht der Markt hoch. Wenn aber gekauft wird und der Markt geht nicht hoch, dann bedeutet es, der Markt wird aufgehalten von einem Verkäufer. Und natürlich, wenn man nur das immer und überall handelt, wird es nicht funktionieren. Das muss natürlich an geeigneten Locations stattfinden, im geeigneten Kontext. In dem Fall ist der Kontext, wir haben einen Inside Day, oben ein Selling Tail, aggressiver Verkäufer, Markt kommt hin, oben ist kein Interesse, Verkäufer steigt ein, oben handelt der Markt super langsam, der will er nicht und dann haben wir hier den Verkäufer gesehen, um uns hier mit ihm zu positionieren. Der Markt erzählt immer eine Geschichte und diese Geschichte kannst du mit dem Orderbuch und Market Profile extrem leicht lesen. Ich bin hier eingestiegen und der Markt ist direkt in meine Richtung gelaufen. Wir sehen es hier im 1-Minuten-Chart, da bin ich hier eingestiegen. Ich habe dann meinen Stop hier über diesem hochgelegt. Und wie mache ich das Management? Ich sage nicht, der Markt muss jetzt irgendwo hingehen und hoffe dann, dass der Markt dorthin läuft, sondern ich steige dann aus oder ziehe meinen Stop nach und reagiere, wenn ich sehe, dass etwas im Markt passiert, an der Interaktion verändert sich oder ich sehe, dass da wirklich ein großer Käufer irgendwo reingeht und da unten einfach die Puste aus ist, da unten keiner mehr handeln will, ein großer Verkäufer kommt hier rein, dann würde ich zum Beispiel auch reagieren. So, und dann schauen wir mal, was der Markt gemacht hat. Eine Sache, die dazu noch zu beachten ist, das war hier zur Mittagszeit, dieser Trade. Und mittags sind die Märkte generell immer ruhiger. Dementsprechend kann man auch mittags, wenn man zur Mittagszeit irgendwo einsteigt, nicht erwarten, dass der Markt da jetzt sofort boom und sofort alles abrasiert unten, sondern es kann sein, dass der Markt langsamer braucht. Weil wir sehen es auch, der Handel hier ist etwas langsamer. Und da schauen wir mal, was der Markt hier gemacht hat. So, hier kam der Markt hin, hat hier nochmal den Einstiegspreis, wo ich eingestiegen bin, getestet und wurde hier direkt abgelehnt. Das heißt, hier
Da sieht man, der Verkäufer, der ist hier auch richtig drinnen. Hier wieder die ganze Zeit, der Markt kommt hier hin und der Verkäufer verteidigt hier die ganze Zeit. Das heißt, da sieht man auch, so sollte ein Einstieg auch wirklich sein, dass du einsteigst und dieser Preis wird wirklich verteidigt. Nicht dieses Hoffen, ich steige ein, da läuft der Markt noch 100 Ticks gegen mich gefühlt. Ja, mein Einstiegspreis wird gar nicht richtig respektiert, sondern hier sieht man, da ist richtig ein Verkäufer eingestiegen und der baut jetzt seine Position noch weiter auf. Ja, das ist das, was ich meine. Trade das, was du siehst und nicht, was du denkst. Der Verkäufer hat hier noch die ganze Zeit verteidigt. Was dann jetzt hier passiert ist, der Markt kommt hier jetzt nochmal zurück zu meinem Einstiegspreis. Aber die meisten Trader, wenn sie nicht die Geschichte im Markt gesehen haben, was da unten passiert ist, wie der Markt gehandelt hat, würden Panik bekommen, oh nein, der Markt kommt zu meinem Einstiegspreis zurück, der kann mich jetzt ausstoppen und, und. Aber das ist der Vorteil, wenn du in den Markt schaust und siehst, was da passiert. Und was da unten passiert ist, da ist kein großer Käufer eingestiegen, sondern hier gab es einfach nur die ersten Gewinnmitnahmen von denjenigen, die hier auch mit Short gegangen sind. Die ersten Gewinnmitnahmen. Wenn ich sehe, dass ein richtiger Käufer einsteigt, ja, dann reagiere ich. Aber so bin ich ganz gelassen, weil ich genau weiß, hey, die ersten Leute haben schon ihre Gewinne mitgenommen, ja, alles easy, aber da ist jetzt kein großer Käufer eingestiegen, also kein Grund zur Sorge, der Markt wird sehr wahrscheinlich auch noch weiter runtergehen. So, da schauen wir mal, was hier passiert und zack, der Markt ist jetzt richtig nach unten gerutscht. Und wie der Markt hier nach unten gerutscht ist, ist mit Bad Auction. Bad Auction bedeutet, der Markt läuft irgendwo hin ohne richtige Auktionen. Das bedeutet, auf dem Weg nach unten findet kein Handel statt, sondern der Markt rutscht hier einfach runter. Und so etwas wird gerne vom Markt wieder korrigiert. Wenn der Markt impulsiv irgendwo, boom, schnell irgendwo hinkracht, wird es sehr oft wieder korrigiert, denn der Markt ist ohne richtige Auction dorthin gegangen, ohne richtige Interaktion zwischen den Marktteilnehmern. Es ist ein Unterschied, ob der Markt irgendwo runterkracht oder ob der Markt handelt, handelt, handelt und die ganze Zeit sich bewegt, ja, Käufer, Verkäufer handeln auf dem Weg nach unten, das ist ein Unterschied. Deswegen werde ich bei sowas dann auch aktiv und sehe das, okay, der Markt ist mit Bad Auction runtergerutscht, also jetzt muss ich so langsam aufpassen. Deswegen habe ich dann hier jetzt auch meinen Stop enger nachgezogen und zwar habe ich den Stop hier nachgezogen, weil wie gesagt, es kann sein, dass der Markt direkt wieder hochschießt und diese Bad Auction wieder korrigiert. Und da war ich dann auch schon hier 1800 vorne. Ich habe hier mit dem Trade $800 riskiert, bin hier 1800 vorne, das heißt ein CAV von über 2:1. Dann schauen wir mal, was der Markt noch macht. Der ist dann noch ein bisschen gelaufen, aber ich habe meinen Stop hier liegen gelassen, denn was wir hier sehen, ist im Volume Profile, hier im Orderbuch sehen wir dazu noch dieses Volume Profile. Und zwar, da sehen wir hier so einen Berg. Und wir wissen es, 80% Wahrscheinlichkeit, wenn der Markt in einen Berg oder in eine Range reinläuft, kann der Markt diese Range hier komplett durchlaufen. Hier kann er machen, wenn er die Preise drin akzeptiert und dann auch drinnen bleibt. Deswegen habe ich meinen Stop hier über diesen Berg nachgezogen, weil solange der Markt in diesem Berg ist, kann er ihn durchhandeln. Aber wenn er wieder hochkommt, dann kann er natürlich wieder hochgehen. Deswegen habe ich da meinen Stop dort dann auch liegen gelassen. Und natürlich, wenn ich hier irgendeinen aggressiven Käufer etc. gesehen hätte, würde ich dann hier auch den Ausstieg machen. Aber solange bleibt der Stop da, weil der Markt kann den Berg durchhandeln, aber muss er nicht. So, wir sehen hier, der Markt, der will hier nicht so wirklich in diesem Berg bleiben. Ja, also er kann jetzt auf jeden Fall wieder hoch, aber ich gebe ihm die Chance, nach unten zu laufen, solange ich nicht sehe, dass hier jetzt aggressive Käufer irgendwo reinkommen. Dann schauen wir mal, was hier passiert. Und dann hat mich der Markt auch ausgestoppt, hier. Habe hier dann den Trade mitgenommen, da sieht man es dann auch nochmal im Chart. Der Einstieg
mit den ersten neun Kontrakten, weil ich habe ja nur neun Kontrakte ausgeführt bekommen, der war hier. Mein Stop war hier. Und ich bin hier raus und habe hier $800 riskiert, 1600 mitgenommen, das heißt ein CRV von 2 zu 1. Und auch gleichzeitig habe ich mit den Trades aus dem Orderbuch eine hohe Trefferquote. Ja? Denn normalerweise sagt man, entweder hast du ein gutes CRV oder du hast eine hohe Trefferquote. Aber wenn du das Orderbuch in Kombination mit dem Market Profile richtig verwendest, das war jetzt hier eine Situation von sehr, sehr vielen, die es gibt, dann kannst du eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit für deine Trades haben, eine hohe Trefferquote und ebenso ein gutes CRV. Es ist viel einfacher, ein Trading-System umzusetzen, was auf eine hohe Trefferquote basiert und wo du gefühlt im Markt drinnen bist. Ich hoffe nicht im Trading, sondern ich handle einfach das, was ich sehe. Ich sehe, der Markt geht irgendwo hin. Bad Auction, okay, ich muss reagieren. Ja, kommt ein aggressiver Käufer rein, ich weiß, ich muss reagieren. Kommt nichts rein, sondern einfach nur Gewinnmitnahmen, ja, kann ich den Markt laufen lassen. Und weiß, was im Markt die höchste Wahrscheinlichkeit ist. Und dementsprechend ist das für mich, also Orderbuch, Market Profile, das alles in Kombination zu betrachten, das hat mein Trading komplett verändert. Ich hoffe, dass dir dieses Video weitergeholfen hat und dass du etwas gelernt hast, was dein Trading nach vorne bringt. Ich würde es dir definitiv empfehlen, das Orderbuch sowie das Market Profile mit in dein Trading einzubeziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Du kannst meinen YouTube-Kanal abonnieren, denn hier wird es in Zukunft auch weitere Videos rund um das Thema Orderbuch, Market Profile, profitables Trading, Live-Trading-Beispiele und vieles mehr geben. Ich wünsche dir gute Trades, viel Erfolg und bis bald.